Hallo meine Damen und Herren, wir sind Mission Live auf der Gamescom. Heute am Stand von DayZ und am Hauptgame. Jeden Tag live Twitch TV Mission Live und wir zeigen euch heute mal live DayZ Gameplay. Jetzt hier auf der Gamescom und wir gehen einfach mal hier durch. Also live auf der Gamescom heute für euch DayZ und Arma 3. Die Jungs, die zocken hier schon. Wir können einfach mal ein bisschen Gameplay zeigen. Wir nehmen euch mal ein bisschen was von dem Gameplay auf. Ihr seht schon, das ist die neue Grafik jetzt mittlerweile. Ist okay, nehmen wir ein Video. Der Kollege, der zockt hier gerade eine Runde. Ihr seht die neuen Klamotten. Es gibt hier neue Grafik-Engine und alles ein bisschen überarbeitet. Leicht ruckelig hier in der Aufnahme ein bisschen. Ihr guckt jetzt hier nach ein bisschen Equipment in der Kirche, kennt ihr schon. Ihr seht schon, die Kirche wurde umgearbeitet. Neue Kirche haben wir hier. Und ja, wir sind hier gerade zusammen unterwegs. Es ist ein God-Mode aktiv. Das heißt, man kann niemanden töten. Das Ganze ist nur so eingestellt, dass man zusammen rumläuft und Zombies umhaut. Die Zombies sind jetzt mittlerweile auch schneller unterwegs. Und wie ihr seht, hier ist eine große Menge an Spielern auf dem Server. Ist hier gerade unterhalten auch. Ja, Zombies laufen jetzt auch in Gebäuden. Die neuen Animationen seht ihr gerade. Und auch neue Waffenanimationen für das Game. Wir gehen jetzt mal zu einem anderen Monitor, wir gehen mal hier rum. Hier seht ihr schon die neuen Waffenverstecke unter den Tischen zum Beispiel. Die Waffen jetzt auch versteckt, da könnt ihr dann im First-Person-Modus die Waffe loaden. Interface, meine Damen und Herren, das ist das neue Interface auf DayZ. Noch nicht ganz fertig. Ich habe gerade mal nach dem Release-Date gefragt und die Jungs haben uns gerade gesagt hier, dass es leider offiziell noch nichts gibt. Und ihr seht hier auch zwischen den Monitoren Heinz Beats. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, könnt ihr mal kurz aufnehmen. Heinz Baked Beans hier, gebratene Bohnen, steht da drauf, gebackene Bohnen, Mexican Style. Ja, meine Damen und Herren, so weit, so gut. Wir wollen jetzt noch mal rausgehen. Das hier ist ein official member of DayZ, the DayZ team, development team. Hello, so I'm Matt, I'm the production assistant on DayZ Standalone. Yeah. And I would like to ask him, how is your experience on Gamescom? Do you like it here? Is it funny or is it too much people? It is. I mean, I always love Gamescom despite losing my voice now. It's been exceptionally busy and hard work, but I think it's been fantastic for us to be able to get DayZ in the hands of players and people that we can get feedback. And it's the vast amount of people we've had come through that have given us crazy ideas and things that we can now go back to the office and play around with. And feedback on, I don't like this, I love this. It gives us a real good grounding for the project. Is there any way to get into the alpha or play it online with friends before the official release alpha? Well, at the moment, all the testers we've already signed non-disclosures with, so they know who they are. So there's not really no. Das heißt kein Weg für euch, in die Alpha zu kommen. Und das war, wie gesagt, der Production Designer. Production Assistant. Assistant. Okay. Production Assistant von DayZ und
Dank. Thank you very much. Thank you. Okay. Goodbye. Well, yeah. Okay. Wir zeigen euch jetzt nochmal die Schlange von DayZ und wie viele Leute hier rein wollen, was hier los ist. Auf der Gamescom eine Menge los. Wir massiv Leute, die wollen alle zu DayZ, zu Arma 3. Wir wollen einfach mal einen Rundflug machen. Ich zeig einfach mal die Schlange. Die DayZ Standalone selber testen und will die DayZ Standalone selber mal probieren. Wir haben euch gerade ein bisschen was gezeigt. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen Laufzeit gespart oder eben Standzeit. Wenn ihr selber nicht die Zeit hattet, auf der Gamescom zu sein oder eben euch hier anzustellen. Das Spiel, meiner Meinung nach, wir haben uns das ja ein bisschen angeguckt, schon ein bisschen länger als nur die Aufnahme. Und es sieht relativ gut aus. Es gibt noch ein paar kleine Macken und ich denke mal, ja, offizielles Release Date will er uns nicht geben, aber ich schätze einfach mal in 3 bis 6 Monaten ist das Ding fertig und ihr könnt wenigstens die Alpha schon mal spielen. In dem Sinne, herzlichen Dank, dass ihr reingeschaltet habt und wir sehen uns bei weiteren Aufnahmen. Twitch.tv/MissYourLife oder YouTube.com/MissYourLife. Vielen Dank.